Hallo, heute in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Dashcam einbaut und was eine Dashcam leistet. Eine Dashcam ist ja eine Autoüberwachungskamera, kann man sagen. Die zeichnet also die Fahrt mit, die wird vorne an der Windschutzscheibe befestigt und zeichnet dann die Fahrt aus Sicht des Fahrers mit. Die haben in der Regel eine Breitbildkamera und da wird also praktisch die komplette Straße mit live aufgezeichnet. Die Aufzeichnung kann hilfreich sein, wenn man einen Unfall baut und man ist da selber nicht schuld, kann das natürlich dann bei der Beweisführung helfen, egal jetzt ob eben vor Gericht oder bei der Versicherung. Dashcams wurden auch vor Gericht schon anerkannt. Ich möchte euch hier erstmal die neue Dashcam vorstellen, die mir die Firma Ventru kostenlos für den Test zur Verfügung gestellt hat. Die nennt sich Ventru T2 OBD Dashcam und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben sehr kompakt ist und eine besonders hohe Auflösung hat. Sie hat also eine Auflösung von Full HD 1080p, also 1980 mal 1080 Pixel. Das würde ich auch jedem empfehlen, eine Full-HD-Kamera, weil Kameras mit niedrigeren Auflösungen, die dann oft unter 100 Euro angeboten werden, nicht, oder sagen wir so, oft nicht so hilfreich sind. Die Auflösung ist oft so gering, dann kann man da Kennzeichen oder Schilder oft nicht richtig erkennen. Die Bilder sind verschwommen und bei billigen Dashcams hat man auch oft verwackelte Bilder. Nebenbei sind günstige Kameras oft auch in der Bedienung sehr umständlich. Ich hatte vor 2 Jahren mal eine, die habe ich 2 Wochen verwendet, dann lag die in der Ecke, weil sie einfach zu umständlich war. Also die Dashcam ist hier schon wesentlich leistungsfähiger, aber auch etwas teurer. Kostet im Normalpreis 139 Euro und gibt es bei Amazon. Ich liste oder ich verlinke das aber auch nochmal im Testbericht. Testbericht findet ihr auf www.mikrocontrollerelektronik.de, aber den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also ihr seht hier, die Dashcam ist sehr kompakt gebaut. Sie hat hinten auf der Rückseite 2 Taster und auf der Unterseite 4 Taster. Die Taster auf der Rückseite dienen dazu, um ein Bild Schnappschuss zu machen, wenn ihr draufklickt, oder die Videoaufzeichnung, die automatisch gesteuert wird, anzuhalten manuell oder manuell zu starten. Die unteren Taster sind vorwiegend für die Einstellung. Die muss man eigentlich in der Regel nur einmal bedienen, um jetzt die Konfiguration vorzunehmen. In der Praxis braucht man eigentlich die Taster so gut wie gar nicht, weil die Kamera eigentlich alles automatisch macht. Sie schaltet sich automatisch ein, wenn ihr die Fahrt beginnt, schaltet sich automatisch ab, wenn ihr stehen bleibt. Kann auch, wenn ihr stehen bleibt, automatisch in den Parkmodus wechseln. Da hat sie einen Bewegungsmelder vorne dran und der funktioniert sogar durch Fenster, weil es so eine Art Radarsensor ist und da zeichnet es ebenfalls Videosequenzen auf. Die Kamera wird mit mehreren Kabeln zur Stromversorgung geliefert. Das hier ist das Kabel, das in die normalen 12-Volt-Buchsen im Auto gesteckt wird, also da, wo normalerweise der Zigarettenanzünder eingesteckt werden kann. Da kann man eben die Kamera mit Strom versorgen. Das Kabel dürfte etwa 3 Meter lang sein. Wenn ihr schon ein moderneres Auto habt mit USB-Buchse, könnt ihr auch dieses Kabel verwenden. Das ist ein normales USB-Kabel. Die Kamera hat ja eine Micro-USB-Buchse, also auf einer Seite der Kabel ist immer ein Micro-USB-Stecker. Und das ist der Halter, das ist eine Saugnapfhalterung, die auch eine USB-Buchse hat und oben ein Kugelgelenk mit Kontakten. Das heißt, das Kabel von dem das Kabel, was ihr hier gesehen habt, dieses 12-Volt-Kabel oder das USB-Kabel, wird normalerweise immer mit der Saugnapfhalterung verbunden, nicht mit der Kamera direkt. Denn dadurch kann man immer den Saugnapf dran lassen, muss nicht ständig das Kabel rein und rausziehen. Es steckt immer in der Saugnapfhalterung und wenn ihr die Kamera oben anklickt,
leiten Kontakte praktisch den Strom weiter. Das ist also sehr praktisch, wenn ihr beispielsweise mal Videos von der Kamera überspielen wollt, müsst ihr nicht das Kabel lösen, müsst nicht die Saugnapfhalterung lösen, sondern könnt ganz einfach die Kamera hier am Halter abmachen, nehmt die mit rein. Die Kamera hat auch eine eigene USB-Buchse, die könnt ihr dann mit dem PC verbinden und dann könnt ihr die Aufnahmen wie bei einem USB-Stick ganz normal überspielen. Die Kamera meldet sich praktisch als Massenspeicher am PC an und Videos können ganz normal runterkopiert oder gelöscht werden. Die Kamera hat aber auch einen HDMI-Anschluss, kann also direkt auch an den Fernseher angeschlossen werden. Es gibt noch ein weiteres Kabelzell, was man zur Stromversorgung nehmen kann. Das ist dieses hier. Da ist so ein kleines Netzteil im Kabel eingebaut. Das wandelt die 12 Volt des Autos in die 5 Volt um, die ja gebraucht werden. Und hinten ist auch wieder ein Micro-USB-Stecker. Da ist wieder der Micro-USB-Stecker, der wiederum in die Saugnapfhalterung gesteckt wird. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine OBD-Stecker. Also das ist ein Stecker, der in die OBD-Buchse von dem Auto gesteckt wird. Jedes Auto hat so eine Diagnosebuchse. Die wird normalerweise bei den Inspektionen oder bei Reparaturen benutzt von der Werkstatt. Die stecken da ihre Messgeräte rein, können da Protokolle abrufen und Daten abrufen vom Auto. Und diese Buchse ist normalerweise immer frei und dann kann man diese auch zur Stromversorgung nutzen. Ja, das ist im Prinzip der Lieferumfang. Die Bedienungsanleitung ist übrigens komplett in Deutsch, ist sogar farbig, sind farbige Bilder drin. Das ist auch sehr gut gemacht. Insgesamt macht die Kamera hier wirklich schon einen guten Eindruck, weil eben auch wirklich der Halter sehr leicht abnehmbar ist, sehr gut ausrichtbar ist. Was mir nicht so ganz gefallen hat, ist, dass das Gelenk der Halterung nicht 100% festgestellt werden kann. Das heißt, beim Abnehmen kann die Kamera mal ein bisschen verrutschen und muss dann doch wieder ein bisschen justiert werden. Hier seht ihr den HDMI-Anschluss noch und eben den USB-Anschluss. Hier wird auch die Speicherkarte eingesteckt. Ihr könnt bis zu 128 GB da einstecken. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine 64 GB eingesteckt. Normalerweise reicht auch eine 32 völlig aus. Hier habe ich mal den Strom gemessen, wenn ihr die Kamera irgendwo am Netzteil, ich habe sie jetzt mal hier an einem ganz normalen Powerbank angeschlossen, dann kann man den Strom sehr gut messen. Im normalen Betrieb brauchst du so im Schnitt ja, zwischen 200 und 300 mA. Das ist der normale Verbrauch, wenn die Kamera jetzt Videos aufzeichnet und das LCD an ist. So in dem Dreh bewegt sich das. Wenn sie dann in den Standby-Mode geht, dann verbraucht sie so gut wie keinen Strom mehr. Das liegt also irgendwo im Mikroampere-Bereich. Hier unten könnt ihr vier Hauptmenüs steuern. Das sind die Rackard-Einstellungen, die Systemeinstellungen, die GPS-Einstellungen und die Daten könnt ihr abrufen. Also die Videos könnt ihr auch direkt anzeigen lassen. Ihr könnt dann über die anderen Tasten die verschiedenen Einstellungen nochmal durchgehen. Ihr könnt da auf die Auflösung einstellen, die würde ich auf Full HD belassen. Ihr könnt die verschiedene Belichtungen kann man ändern, die Karte kann man formatieren, die Sprache könnt ihr einstellen, solltet ihr auf Deutsch stellen. Man kann auch eine Zeitrafferfunktion einstellen, die zeige ich am Schluss des Videos nochmal. Da zeige ich mal Aufnahmen, Zeitrafferaufnahmen. Da kann man beispielsweise jede Sekunde ein Foto machen lassen oder alle 5 Sekunden oder alle 10. Bietet sich an, wenn ihr sehr lange Strecken komplett aufzeichnen wollt, vielleicht für ein Video oder so, dann kann man so solche Zeitrafferaufnahmen machen. Man kann auch HDR-Aufnahmen einstellen. Also wirklich auf, wenn ihr verschiedene Kontraste habt oder wenn die Sonne stark scheint, kann ein HDR-Bild natürlich schöner sein. Ich werde das Kabel jetzt hier bei mir im Auto hier entlang legen. Hier am Rande, hinter der Verkleidung, so dass man das nicht sieht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt das natürlich jetzt machen, wie ihr wollt. Ich habe aber mich entschlossen, das eben hinter dieser Verkleidung zu verlegen. Hier hinter dem Gummi. Und hier werde ich an der Seite reingehen zu dem Sicherungskasten, wo bei mir auch die OBD-Buchse
ist, hier ist die OBD-Buchse bei mir. Da wollte ich es erst anschließen mit dem Stecker, würde ja passen. Geht aber bei mir nicht, weil ich dann die Klappe nicht mehr draufkriegen würde. Das ist bei mir leider so ungünstig gebaut. Die Klappe geht nur dann wieder zu, wenn kein Stecker drin steckt. Man könnte jetzt diese Buchse nach hinten drücken, aber das wäre alles nicht so ganz optimal. Deswegen habe ich mir hier noch so ein Adapter-Set gekauft. Die Kamera ist ja recht weit verbreitet. Da gibt es eine ganze Reihe von Zubehör. Deswegen habe ich mir hier so ein Adapter-Set gekauft. Und damit kann ich die Kamera über einen Sicherungsadapter anschließen. Da wird eine Sicherung rausgenommen aus dem Sicherungskasten, steckt man dann den Adapter rein, da kommt die Sicherung wieder rein und dann kommt noch eine zusätzliche Sicherung rein, dann für diese Kamera. Das geht relativ gut. Ihr braucht dieses Set und braucht dann, weil da ist das Netzteil drin, dieses 5 Volt Netzteil auch im Kabel, was ich dann ebenfalls im Sicherungskasten verstecken kann. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Ihr braucht nur noch einen zusätzlichen Adapter. Ich habe dann gemerkt, dass diese 3 Adapter leider gar nicht passen, weil nämlich bei meinem Auto, ich habe hier einen Ioniq Elektro, ein Elektroauto, da werden neuere Sicherungen verwendet, die sehr klein sind. Also diese 3 Normen, die hier mitgeliefert werden, sind da unpassend. Bei euch werden die wahrscheinlich passen, bei den meisten Autos passen die, aber beim Hyundai-Auto passen die nicht. Da braucht ihr noch einen zusätzlichen Adapter. Verlinke ich euch aber alles mal bei mir im Testbericht, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, www.mikrocontrollerelektronik.de. Damit ich die Verkleidung gut abbekomme, ohne jetzt hier überall Kratzer zu machen, habe ich mir noch so Plastik-Hilfsmittel besorgt. Die sind extra dafür da, beim Auto so Armaturen mal zu lösen. Kann man aber auch für viele andere Sachen benutzen, wo man keine Schrammer hinterlassen will, kann ich auch nur empfehlen. War sehr hilfreich, verlinke ich euch auch auf meiner Seite, falls das für euch interessant ist. So, ich habe dann mir eine Position ausgesucht, wo die Kamera am besten bei mir platziert ist. Das ist so ein bisschen unter dem Spiegel. Ich kann sie nicht höher machen, weil da bei mir die Elektronik für den Regensensor ist. Aber so ist es doch schon halb verdeckt und stört eigentlich das Sichtfeld nicht. Ich habe dann das Gummi abgemacht und ein bisschen an der Seite von der Verkleidung. Und da kann ich das Kabel eigentlich schon verschwinden lassen. Oben an der Decke kann man es eigentlich einfach so dahinter klemmen. Da muss man gar nichts lösen. Und später wird man das Kabel überhaupt nicht mehr sehen. Das kommt dann direkt bei der Kamera raus. Hier an der Seite habe ich die Klappe von dem Armaturenbrett da gelöst. Das ist so eine seitliche Klappe, die kann man einfach abziehen. Wie gesagt, kann bei euch alles anders sein. Je nach Auto ist das ja unterschiedlich. Aber meistens findet man da ein paar Videos, die einem da ein paar Tipps geben. Manchmal hilft auch die Bedienungsanleitung. Und dann ist das eigentlich nicht so schwer. Das Massekabel habe ich hier angeschlossen. Hier ist eine ideale Schraube, um das Massekabel von der Kamera anzuschließen. Hier seht ihr, wie das Kabel verläuft. Einfach rüber, hinter dem Gummi kommt es vor, geht da rein und kommt dann hier bei dem Sicherungskasten wieder raus. Da kann ich jetzt die Klappe schon wieder schließen. Das Kabel ist im Prinzip schon versteckt. Das geht also wirklich viel schneller, als man denkt. Ist einfach besser, als wenn eben das Kabel da vor der Scheibe als rumbampelt. Kann man natürlich auch machen. Man kann natürlich einfach das Kabel runterbampeln lassen und irgendwo einen Zigarettenanzünder stecken. Und dann hat sich's. Aber wenn man die Kamera eben dauerhaft nutzt, dann ist das schon schöner, wenn das Kabel eben ein bisschen versteckt ist. So, das ist der Adapter, den ich brauche, ist vom Prinzip genauso und den muss ich jetzt an das Kabel von dem anderen Adapter-Set dranbringen. Das werde ich nachher mit einem Klemmen dran pressen. Man kann es natürlich auch löten. Auf jeden Fall sollte man es gut isolieren im Nachhinein. Ist klar, am besten mit Schrumpfschlauch und dann ein bisschen befestigen mit Kabelbinder, damit das da drin nicht so rumbampelt, alles ordentlich. Man sollte schon ein bisschen wissen, dann auch eben was. Mit Strom sollte man schon ein bisschen umgehen können, wenn man das macht. Das ist auch nicht ganz
unwichtig, wie rum man den, die Sicherungsadapter einsteckt. Also wer das nicht weiß, der sollte das doch lieber dann einen Fachmann machen lassen. So, man sieht die Kamera eigentlich von vorne kaum noch. Durch die Tönung sieht man sie so und so schon nicht mehr, weil die Kamera ziemlich schmal und eben auch schwarz ist, kann man die eigentlich von außen kaum sehen. Und jetzt zeige ich euch einfach noch ein paar Testaufnahmen. Was die Kamera noch alles kann, welche Menüs sie genau hat und Menüpunkte, das könnt ihr bei mir im Testbericht nochmal nachlesen. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Aber das Wichtige ist eben, man kann, unten wird das Datum eingeblendet, man kann die Uhrzeit einblenden lassen, hier wird noch das Logo eingeblendet. Man kann eigentlich einstellen, was eingeblendet werden soll. Man kann auch noch einen eigenen Namen vergeben, wo man normalerweise das Nummernschild einblendet. Ich habe da einfach den Namen des Autos Ioniq eingeblendet. Kann man aber jedes Mal auch alles abstellen und gar nichts einblenden, wie man möchte. Man kann auch GPS-Koordinaten und Geschwindigkeit einblenden. Funktioniert standardmäßig aber nicht, da wird immer 00 eingeblendet, weil die Kamera keinen GPS-Empfänger verbaut hat. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, die Geschwindigkeit und die Koordinaten, könnt ihr aber als Option einen Saugnapfhalterung mit GPS-Empfänger kaufen. Gibt es vom gleichen Hersteller. Ist gar nicht mal so teuer, habe ich gesehen. Also war, soweit ich bei nachgeschlagen habe, kostet nur so unter 25 Euro sogar. Und ja, dann wird auch GPS noch empfangen. Sieht genauso aus wie der Original, den ich hier befestigt habe. Da ist auch eine USB-Buchse drin, sieht alles gleich aus. Aber es gibt dann die GPS-Koordinaten weiter an die Kamera. Das geschieht auch über die Kontakte im Saugnapf. Aber in der Regel braucht man das eigentlich nicht. Ihr wisst ja, wo ihr herfahrt und meistens kann man es auch irgendwie aus den Bildern erkennen oder aus dem Video, irgendwelche Schilder sind dann drauf. Also ich habe es auf jeden Fall, ich werde es wahrscheinlich nicht kaufen. Anfangs habe ich mal überlegt, ob ich das vielleicht nur als Zubehör hinzukaufe, weil es ist ja nicht teuer. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Ne? Ja, ihr seht, die Videoqualität ist sehr gut, es ist sehr scharf. Man hat also leicht manchmal noch etwas Spiegelung hier in der Scheibe, da kann aber die Kamera eigentlich nichts zu. Das liegt halt daran, dass hier bei dem Auto die Scheibe sehr schräg verläuft. Und je schräger die Scheibe verläuft, also je flacher die Scheibe verläuft, je mehr Spiegelung hat man dann drin. Am besten ist ja immer, wenn die Kamera möglichst im stumpfen Winkel, also möglichst gerade vor die Scheibe schaut, da hat man etwas weniger Spiegelung. Aber es hält sich noch in Grenzen, finde ich. Und auch nachts finde ich die Sicht eigentlich ordentlich. Sie ist nicht, ja, die Ränder sind natürlich jetzt nicht mehr ausgeleuchtet, es ist eben nur das ausgeleuchtet, was jetzt im Lichtkegel ist. Aber das ist doch einigermaßen scharf, also es ist auf jeden Fall nicht so verwaschen oder verwackelt. Man kann auf jeden Fall noch was erkennen. Und wenn eben am Tag ist das natürlich besonders schön. Hier ist die Zeitrafferfunktion zu sehen. Da habe ich jetzt jede Sekunde ein Bild gemacht. Das funktioniert auch im Stand. Da kann man sogar im Stand schöne Zeitrafferaufnahmen machen. Die Zeitrafferaufnahmen werden auch automatisch von der Kamera zu einem Video geschnitten. Also ihr braucht nicht irgendwie jetzt ein Schnittprogramm, um jetzt einzelne Bilder zu einem Video zusammen zu difteln. Das macht alles die Kamera automatisch. Ja, also Bildqualität bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und auch sonst von der Handhabung fand ich die Kamera eigentlich sehr gut. Wie gesagt, nur, dass das Kugelgelenk sich beim Anstecken der Kamera ein bisschen verstellt und man die Kamera dann doch wieder justieren muss, hätte man vielleicht noch ein bisschen stabiler machen können, aber bei der normalen Fahrt hält das natürlich. Es ist eben nur beim Anstecken oder Abnehmen, da hätte es noch ein bisschen fester fixiert werden können. Ansonsten gefällt mir eigentlich alles gut. Einmal ist die Kamera hängen geblieben, muss ich sagen. Ich habe es ja ungefähr 5 Wochen getestet. Einmal ist die Kamera hängen geblieben. Warum, weiß ich nicht. Ich habe danach aber ein Update aufgespielt und seitdem ist sie nicht mehr hängen geblieben. Also ich hoffe, dass dieser Fehler jetzt da in dem Update behoben wurde. So, alles Weitere erzähle ich dann im Testbericht auf meiner Seite. Da findet ihr übrigens auch einen Gutscheincode, mit der ihr die Kamera 25 Euro günstiger bei Amazon bestellen könnt. Falls euch das interessiert, wie gesagt, www.gutscheincode.de.
Mikrocontroller Elektronik.de.